Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Before We Leave. Bevor ich wirklich hier fortfahre, muss ich erstmal jetzt die Musik etwas runterstellen. Ich habe beim letzten Mal gemerkt, dass zum Teil der Sound doch sehr, sehr laut wurde. Und man merkt es immer nicht, es ist teilweise ziemlich ruhig und dann donnert es wieder voll durch. Ich habe mal ein bisschen ein paar Folgen so stückweise durchgeschaut. Macht es immer ein bisschen, um zu kontrollieren, wie war die Lautstärke, wie ist die Bildqualität. Und ja, naja, auf jeden Fall muss man jetzt mal zurückstellen. Ein kleines Stück. Und hoffe jetzt, dass die schnell lädt und schon haben wir es. So, gut, du weißt jetzt, wie man ein Kraftwerk baut. Nun kannst du die Glasverarbeitung erforschen oder auch nicht. Genau, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen, dass man hier jetzt rote und grüne Forschung zusammenführen soll. Und jetzt können wir ja entweder hier jetzt die rote Forschung aufbauen. Laden, könnte man ja mal machen. Rote Forschung. Wie viel soll man haben? 20. Wir haben ja 82, das ist ja alles kein Thema. 20 transferieren. Und jetzt wird er das dann rüber transportiert. Da glaube ich, hole das schon. 8 haben wir. Und dann sollte das alles kein Problem sein. So, jetzt genau, jetzt hat er die 20. Ich glaube, das war durch das Klicken, das man kurz gehört hat. Tun wir jetzt so, fahren wir rüber. Nee. Also, Linksklick ist nicht. Rechtsklick, genau. Da kommt er angedüst. Und jetzt alles entladen. So, sehr schön. Okay, jetzt wo geklärt ist, können wir endlich die Glasverarbeitung erforschen, um Glas herzustellen. Genau, das können wir gern machen. Achso, das ist hier noch nicht drin. Da trägt er jetzt erst drüber, da sieht man es auch. Da wird es transportiert. Da, ja, jetzt kann man die ersten an. Schauen mal, wie viel wir überhaupt brauchen. Glas wieder. Das haben wir ja schon. Glasverarbeitung. Schätz mal. Das ist ja noch. Genau, weil wir noch nicht genügend haben. Deswegen ist es vermutlich noch gesperrt. Dann kommt wahrscheinlich wieder die Meldung: neue Forschung verfügbar. So, aber jetzt, genau, jetzt geht's los. So, jetzt erforschen wir die Glasverarbeitung. Dann bauen wir eine Sandmine, eine Glashütte. Ja, wahrscheinlich werden wir dann die Sandmine da bauen. Denk mal, das ist ja hier die Hundeinsel, eine Wüsteninsel, genau, da steht's ja. Und von daher sollte das dann kein Problem sein. Das ist eine Ölquelle. Aha. Jetzt vermutlich auch bald Felsen. So, was ist jetzt da los? Keine Nahrung. Das ist schlecht. Da holen wir jetzt mal Nahrung. Mal Kartoffeln haben wir hier 38. Mal 20 rüberholen. Damit da mal Ruhe ist. Das wäre schön, jetzt irgendwo eine Meldung zu sehen. Oder ich habe es übersehen. Das kann natürlich auch sein. Aber Freischiffe 0. Ja, wahrscheinlich wird es schon, wenn was beladen wird, dann nicht mehr frei. So, jetzt fahren wir rüber. Also
Alles entladen. So. Jetzt haben wir es wieder Nahrung, jetzt schaut es sozusagen schon wieder besser aus. Genau, 12 bleiben noch übrig. Man könnte ja mal trotz alledem schauen und hier einfach kann man doch eventuell was bauen. Was ist das da? Felsen. Könnte man ja den Felsen zerstören. Wald. Hier vielleicht Kartoffelfelder, Obstplantage, aha, Obstplantage könnte man auch schon bauen, aber da fehlt es an mehr Holz, aber Kartoffelfeld auf jeden Fall mal, da haben wir ja, wo waren jetzt wieder, frei, genau, frei Arbeiter. Haben wir noch 3, also da können die da ohne Probleme arbeiten. Schauen wir jetzt zwischenzeitlich rüber, was die Glasverarbeitung macht, oder die Forschung ist fast durch. Jetzt ist sie durch. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir dann eine Sandmine hinbauen. Wo könnte die Sandmine sein? Eisenmine, Steinbruch. Was ist das da? Entdeckerhütte haben wir da. Genau, das ist die Glashütte, aber erst müssen wir ja mal die Sandmine. Sollten wir als erstes finden. Mach Platz. Holzkraftwerk. Habe ich das übersehen? Brunnen, Gemüsefeld, Teefeld. Sandmine, und wieso können wir das noch nicht bauen? Ist ja eigentlich alles da. Vielleicht können wir die Sandmine nur hier bauen. Genau. So, da können wir die bauen. Ja, da bauen wir die auch. Nur da fehlt uns was. Da fehlt jetzt schon mal Holz, also holen wir Holz. Da holen wir Holz. Ja, jetzt einmal nur ein bisschen 5 oder so, werden wir gleich sehen. Holz. Oh, 56 haben wir da, also 10 ohne Probleme. 10. Schauen wir mal rüber, wie viel noch. Ja, das wird ansonsten alles eigentlich da. 10 Werkzeuge haben wir noch. Steine. Jetzt da auch keine, also da müssen wir, wie viel haben wir gesagt, 4, 10, nehmen wir noch Steine mit, Holz, Steine, auch nochmal 10, ist ja alles kein Thema. Kommen 2 noch. Ja, jetzt ist die Musik doch etwas erträglicher. Also, so, das haben wir jetzt durch. Jetzt hämmert sie nicht mehr so rein. Da
Also entladen. Jetzt haben wir noch zwei freie Arbeiter. So, jetzt sieht man schon, jetzt geht es hier weiter. Ja, früher oder später werden wir dann mal vermutlich, weiß jetzt noch nicht, wo baue ich die Glashütte, werden wir vermutlich ein Schiff, eine Route irgendwo einrichten müssen, der dann laufend hier irgendwas hin und her fährt. Ich denke mal den Sand vermutlich. Da werden wir hier Sand brauchen, aber das werden wir dann gleich sehen. So, geht's hier vorwärts. Da kommt jetzt Holz. Okay, lass mal erstmal das fertig bauen. Erstmal eins nach dem anderen. Ist ja kein weiterer Patch bis jetzt eingetroffen. Also scheint eigentlich gut zu laufen. Ich habe auch noch nichts entdeckt, dass man sagt, hier wäre ein grober Patch oder irgend sowas. Okay, so, da haben wir jetzt auch schon zwei Arbeiter, die jetzt hier Sand herstellen. Ja, dann müssen wir hier, ich würde sagen, ich mache die, die Glashütte auf der Insel. Können wir ja hier dann eventuell durchgehen. Könnte man ja mal machen. Hier vielleicht, schaue ich erstmal, wie groß die Glashütte ist. So, wo war die wieder? Das war ja das. Entdeckerhütte. Glashütte. Ja, ist so klein eigentlich. Gut, von daher haben wir genügend von dem ganzen Zeug. Aber was wir halt nachher? Schmilzt Sand zu Glas. So, da können wir jetzt gleich einmal Sand rüber transportieren. Sand. Haben wir nur vier. Naja, dann müssen wir immerhin die vier mal rüberholen. Deswegen dachte ich, da muss man früher oder später dann eine Handelsroute erstellen, damit der dann immer den Sand da rüberbringt. Aber jetzt am Anfang können wir das natürlich noch per Hand steuern. Alles entladen. So, das scheint ja so zu sein, als ob wir jetzt auch mit dem Strom unsere Probleme haben. Tja, mal Holzkraftwerk. Das ist der Marktplatz. Holzkraftwerk, ja, es braucht nur ein Feld. Es ist mir immer ein bisschen, wenn es da zwei Felder braucht, da hat man hier grundsätzlich ein Problem, weil es ja ab und zu, oder weil es halt immer die Platzprobleme gibt. So, das sieht man oben schon an dem Gesicht, das wäre nicht gut, aber hier geht's. Fangen wir da hier auch mal an. Ach, auf der neuen Insel. Stopp, das ist nicht gut. Weg damit. Auf der neuen Insel. Kann ich ja mal hier noch einen Weg bauen und dann hier irgendwo gefahrlos. Ja, dann machen wir die hier dann das Holzkraftwerk her. Schauen wir mal, was da noch alles fehlt. Das jetzt genau natürlich bei Strom, wer hätte das gedacht.
So, da fehlt jetzt wieder Holz. Werkzeuge haben wir noch. Holz haben wir genügend, können wir mal gleich 10 rüberfahren, rüberschippern. Dann wird es werden. 8 haben wir, 10 haben wir. Zack. Alles entladen. Auf deiner zweiten Insel gibt es keine rote uralte Technik mehr. Aber deine Entdecker können noch anderswo fündig werden. Besiedle eine andere Insel, um weiter zu forschen. Jetzt können wir Glas herstellen und dadurch auch fortgeschrittenere Gebäude bauen. Also weiter. Das Ziel ist Kleidung für Bürger. Also das läuft jetzt hier. Da müssen wir früher oder später dann natürlich, und man sieht es ja jetzt schon, nochmal als erstes einmal Holz holen. Machen wir mal als allererstes. Wollen wir hier noch eine Ladung Holz rüber, damit die da mal starten können. Sagen wir jetzt mal nochmal 15. Zwischenzeitlich können wir mal schauen, was wir alles brauchen, um Kleidung zu erforschen. Da haben wir hier die Kleidung. 60 Rot, ach, das wird sich eignen, das auf der anderen Insel zu erforschen, weil wir nur Rot brauchen. Aber wir haben hier das Haus noch nicht. Das müssen wir als erstes mal. Kann man gleich in Reihe schalten. Ist ja gut. So, hier haben wir das Holz. Und rüber damit. So, alles entladen. Jetzt müssen wir da nochmal schauen, ob wir hier schon diese Baumwollfelder bauen können. Das ist ja, war ja schon alles da. Es wäre vielleicht auch mal gut, hier eine Obstplantage zu bauen, weil wir verbrauchen ja für unseren Wald hier noch mal Früchte, dass endlich das mal gebaut wird. Ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Mal hier ein Stück weiter bauen. Und dann Obstplantage. Die Insel ist nicht fruchtbar genug. Aha. Aber die Insel ist fruchtbar genug. Na gut, ob natürlich das hier jetzt der große Hammer wird, hier Obstplantage zu haben, das hilft uns für diese Insel nichts. Also dann werde ich das hier mal wegnehmen, weil das bringt ja nichts. Und man muss sich halt in Zukunft genau überlegen, ob man irgendwo einen Wald abreißt oder nicht. So, jetzt kann ich ja mal zwischenzeitlich schauen. Wird wahrscheinlich noch nicht da sein. Baumwollfeld und Weberei und so. Forschungshaus ist abgeschlossen. Wo haben wir hier jetzt das Glas? So, was sagt er jetzt? Nachdem du nun Häuser erfunden hast, kannst du deine Hütten zu Häusern verbessern, die mehr Bürger beherbergen. Wähle einfach eine Hütte aus und klicke auf die Schaltfläche verbessern. Müssen alle Benötigten sofort zur Verfügung stehen.
Muss man also alles dann schon da haben, wenn man etwas verbessern will. Schauen wir mal, ob man das verbessern kann. Werden wir jetzt einfach mal checken. So, du hast deine erste Verbesserung begonnen. Während dein Gebäude verbessert wird, verändert sich das Abrisswerkzeug. Und schaltfläche Gebäudeverbesserung. Okay, ja, wir werden das jetzt mal beobachten. Tja, klar, so, der ist jetzt durch. Und hier sieht man, jetzt fehlt eine Luxusressource. Aber immerhin sind hier scheinbar jetzt mehr Leute drin. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel vorher waren. Aber wird sicherlich so sein, dass das jetzt mehr sind. Was dann im Endeffekt Luxus ist, der Ring, und dann Ringe herstellen muss, keine Ahnung. Jedenfalls stoppe ich jetzt mal. Ich sehe gerade, die 20 Minuten sind rum. Werde natürlich gleich fleißig weitermachen. Es gibt noch sehr viel zu entdecken, vermute ich mal. Freue mich schon auf die nächste Folge. Sage danke fürs Zuschauen. Schönen Tag. Tschüss.